Hallo meine Süßen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Silvester-Tutorial. Haare sind da jetzt ausgenommen, ich habe jetzt nur das Make-up gemacht. Outfit werde ich auch nicht dazu machen, weil viele an Silvester zum Beispiel auch zu Hause bleiben oder mit Freunden feiern. Ich zum Beispiel tue heute auch mit meinen Freunden feiern und da ziehe ich jetzt nichts übel Schickes oder sowas an. Ja, ich habe einfach hier meine Bluse oder mein Oberteil hier an. Und mache mir wahrscheinlich noch Locken oder glätt meine Haare. Deswegen wird es heute sich nur um das Augen-Make-up und eben ja, das Gesicht drehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Tutorial. Ich zeige es euch jetzt nochmal schnell kurz nah. Ist also sehr silbrig, glitzerig, mit ein bisschen Rot dabei, weil Rot blauen Augen, also die blauen Augen stechen da sehr gut heraus. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Und ich wünsche euch auf jeden Fall im Voraus schon mal ein frohes Neues und feiert schön. Und man sieht sich dann im nächsten Jahr. Tschüss! Das eine Auge habe ich jetzt wieder vorgeschminkt. So sieht der fertige Look aus. Habt ihr jetzt gerade eben schon gesehen. Und dann machen wir jetzt mit dem anderen Auge, fangen wir jetzt an, sage ich mal so. Zu einem nehme ich Lord of the Blink so ein bisschen. So, also wirklich nur ein ganz bisschen. Dann könnt ihr so einen weißen Creme-Lidschatten. Dann mische ich jetzt von der Sleek Me Myself and I Palette ein Silber und ein Weiß. Dann mache ich meinen Pinsel nass und nehme jetzt ein glitzeriges, silbernes Pigment und tunke das jetzt richtig viel in dieses Silber ein. Klopft es aber auch ab, dass ihr nicht zu viel Fallout habt und drückt es jetzt, also presst es jetzt auf das Auge. Jetzt nehme ich diesen feuchten Pinsel, habe das jetzt ein bisschen abgestriffen und nehme von Catrice Sitting on a Volcano, also so ein dunkleres Grau, gehe da so rein und setze mir das hier unten hin. Nehme jetzt so einen Pinsel und nehme jetzt so einen grau-braun und gebe das jetzt so ein bisschen auch in die Lidfalte rein. So. Nehme dann einen rötlichen Ton. Und trage den auch nochmal. Sieht halt sehr schön bei blauen Augen aus. Dann nehme ich von Essence, von den Long Lasting Eye Pencils, CeraVe. Das ist so ein Silber. Dann nehme ich einen schwarzen Kajal und trage den auf der Wasserlinie auf. Und ziehe mir jetzt noch einen Lidstrich. Dann machen wir schon mit dem Gesicht weiter. Als erstes trage ich eine Base auf, dass das Make-up natürlich auch nach 12 Uhr noch hält. Dann nehme ich jetzt die Essence Skin Perfection Base. Dann mische ich die Revlon und die Dumima Cheek Foundation und gebe dazu noch die Illuminating Base von Essence.
Dann nehme ich den MAC Concealer und trage den auf meine sichtbaren Pickel noch auf. Dann nehme ich den Essence Concealer und trage den unter meinen Augen auf. Dann nehme ich von Essence den Bronzer in Blond. Nehme dann ein helles Rosa mit dem gleichen Pinsel. Dann nehmen wir noch ein bisschen Highlighter. Dann trage ich von Alverde den Pinky Beige aus der LE auf. Darüber kommt jetzt noch ein Gloss von Essence aus der XXXL-Reihe und zwar die Farbe Glamour to Go. Hoffe ich, gefällt euch der Look und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video, hoffe ich. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Jahr 2012 und natürlich ein schönes Jahr 2013 und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst wieder im Jahr 2013. Also bis dann, meine Süßen, feiert schön Silvester und bis dann. Tschüss!